Hi. Da sind wir wieder. Und die Musik ist einfach nur so unglaublich super. Super geil und so. Achtung. Anscheinend haben wir den Kerl hier doch schon besiegt, der hier war zwischen den ganzen Blubberblasensäulen. Ja. Ist hier eine Tür? Ne, ist eine Wand. Das ist eine Tür. Ja, das da ist klar, dass das eine Tür ist. Ich brauche jetzt auch nicht die DNA-Probe dafür, oder? Doch. Wait, what? Sind das dieselben, die ich auch hatte? Ich will es nicht wissen, das wäre Cheating. Nee. Es sei denn, die Sachen muss man sich unglaublich umständlich beschaffen, dann hätte ich da nichts Man muss gegen. einen anderen Aufzug nehmen. Okay. Das können wir gerade noch so verantworten. Gerade so. Vor allem, wenn diese drei DNA-Proben einfach Pflicht sind, um hier durchzukommen. Vor allem, weil wer verschlüsselt sein ganzes Gebiet da mit irgendwelchen Pokémon, die rein zufällig auch in DNA-Proben irgendwo rumliegen? Man weiß es nicht. Ach, hier sind wir wieder. Okay, und das wird dann wahrscheinlich das genetische Analysegerät sein. Das ist der DNA-Prober. Oder so. Okay. Bildschirm? Ich würde sagen, sicher, dass du nicht lieber das Interface berühren willst, anstatt Nein. den Greifarm. Ihr findet ja ein DNS-Analysegerät. Ja. Legen wir die V-Disk ein. Oh, die Steintafel. Kann sie eingesetzt werden. Wo ist Professor Eich, wenn man ihn braucht? 1, 2, 3. Das sind irgendwelche fancy Effekte? Nein. Gut, also Mogelbaum. Ach, hallo, wir sollten vielleicht mal den Kanal wechseln. Hehe. Ich komm rein, was will ich? Mogelbaum. Ja, du bist live in der Aufnahme drin. Oh, Entschuldigung. Soll ich Ja, raus? wenn du unbedingt willst, kannst du hier bleiben. Aber, Okay. ne? Du musst halt damit bedenken, dass du jetzt auf YouTube berühmt wirst. Berühmt, ja. Du siehst nichts, du hörst nichts, du weißt, außer dass es um Pokémon geht, nicht um was es geht. Okay, ich bleib mal. Okay. Und wir werden trotzdem den Kanal wechseln. Nicht, dass sonst irgendwer mit etwas wilderen Worten hier reinstürmt und ich habe keine Lust rauszuschneiden. Also schneide ich lieber jetzt raus, wie ich uns alle durch den Kanal ziehe. Jei. Nun denn, Analyse. Ja, hier ist ein DNS-Analysegerät. Ach, die gehen gar nicht verloren dabei, okay. Ja, bist du dieselben. Traumfugil. Und Was war das? Igelava oder? ach, die erste. Hä? Warum habe ich die erste noch nicht? Egal. Na, doch nicht Igelava. So, jetzt fehlt nur noch die Reihenfolge. Die ist unwichtig. Echt? Glaub fast ja. Okay. Das ist ja ein super gesichertes Schloss, das ist ein super gesicherten Labor. Vor allem, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es keine Bestrafung dafür gibt, wenn du falsch tippst. Also kannst du einfach mit den neuen Teilen, die du hast, einfach mal alle Kombinationen durchgehen. Ja, aber ich meine, ich habe die Proben ja und das Gerät war nicht so weit weg. Und du, Monsieur, bist immer noch ein Arsch. So. Mein Schloss, willst du es öffnen? Nee. Hier ist das Schloss, willst du es öffnen? Nein. So, und Lorblatt, meine ich, war das? Nö. Nö. War's nicht. Die Tür ist weg. Siehst du, hast du kaputt gemacht. Was? Die Tür kaputt gemacht, die ist weg. Nennt sich öffnen. Ich habe die Tür verwendet. Du willst kämpfen, dann kämpfe. Jokapa schon wieder. Wenn die Tür mit Beoden, ne? Wer von uns beiden hatte den Kerl eigentlich? Ich glaub du. Ich meine, das warst du. Und ich hatte dann diesen
Uralt. Ich glaube, wir hatten den beide mal. Ja, egal, dann mach du ihn halt jetzt. Was? Okay. Was? Gut. Das war perfekt. Jo. Treffen wir uns tatsächlich schon zum dritten Mal. Moment. Ich hab's Fenster gemacht, hört man gar nicht. Erinnerst du dich an mich? Ich werde jetzt Rache für die Schande im heiligen Wald nehmen. Ja, nämlich nicht an dich. Nein, wer bist du? Benyokapa der Große. Was? Nee, Benyokapa der Graue. Der graue Kryptoknecht. So grau und trostlos. Vor allem dieses Rache für die Schande im heiligen Wald. Das hat mich gerade so unglaublich an Fire Emblem erinnert. Echt? Erzähl weiter. Im ersten Teil, also im Path of, nicht im ersten Teil von der Reihe, von der ich immer rede, also Path of Radiance, ist es schlicht und ergreifend so, dass es darum geht, dass eben so eine Tragödie auch gab, wo eben der Stamm der Reihe, also der vom Clan der Sirenes, wie die eben heißen, friedlich in so einem Wald gelebt haben, der dann irgendwann von Menschen komplett niedergebrannt wurde. Eben dieses. Ja, und die wenigen Überlebenden, beziehungsweise der Prinz oder so, ist dann irgendwann voller Rache aus. Okay. Deswegen. Das ist eine Schande und so, und es ist heiliger Wald und so, und naja. Damian Plex ist gleich tot und so. Ja. Ist jetzt. Ja, Keifel Damierplex ist jetzt nicht so der beste Counter für Georg Perlu, aber. Ist ja. Es das, was erst rausgeschmissen wurde? Eben. Ihr Fleischschild! Ja, genau. Was habe ich eigentlich noch zur Auswahl? Nichts Gutes. Nö. Dann das hat gar nichts, was gegen Perlu effektiv wäre. Und eigentlich auch gar nichts, was gegen Georg effektiv ist. Dann bleiben wir doch einfach bei denen hier. Ja. Ein ist jetzt mehr verstärkt. Sollte man schon mal ausnutzen. Und so wenig Schaden mache ich jetzt nun auch wieder nicht. Tja. Ich bin sogar beide verstärkt, meine Güte. Jo. Ach, deswegen haben wir noch keinen Schaden gekriegt. Ah. Übrigens verstärkt sind sie nicht. Es ist nur die höhere Chance auf Volltreffer. Ah, okay. Ich dachte, das wäre einfach ein bisschen stärker. Oh ja, dieses Wohin genau hat mich in meinem eigenen Durchlauf so unglaublich angekotzt, das sage ich jetzt mal ganz dreist. Okay, warum das denn? Ist einfach so. Was mir gerade auffällt, ich sitze wieder nah am Rechner. Hört man das Rauschen? Bin ja, tut's mir leid. Dann bewege ich mich jetzt einfach mal völlig ungehört über sämtliche Blätter und Notizblock auf dem Boden vom Rechner weg. Die haben übrigens auch alle gehört. Hab mir schon fast gedacht, ja. Es kommt jetzt Konter wahrscheinlich. Erstmal Kaskade auf Keifel, wie ich genau. Ja, perfekt. Und Konter. Hör auf, meinen Gegner zu loben. Das war kein Loben, das war nur eine. Ich habe mich selbst gelobt, dass ich eigentlich die AI so gut verstehe, weil das einfach simpel ist, weil es logisch ist, weil die Typeneffektivität einbauen. Ach so. Ja. Pack irgendwen anders von den Kryptokeilen raus, weil die einfach eben. Sie sind jung und brauchen das Geld, die Erfahrung, die Liebe. Okay. Vor allem, weil du hast Glück gehabt, weil du hast mit Kryptoschlag gerade bei Volltreffer wohin genau gelandet, ne? Stell dir mal vor, du hast keinen Kryptoschlag mehr und landest keine Volltreffer. Da kommt so viel Konter und Speaking Cape auf dich zu, das glaubst du nicht. Oh, ging dann dir. Bäh. Bin mir sicher, dass es trotzdem Konter eingesetzt hat und hier ist voll perplex ist, dass es nicht klappt. Ich konnte! Aber was eigentlich? Ist ja nichts passiert.
Er wird das verfehlen kontern, höchstwahrscheinlich. Er sie es. Eben. Sie, okay. Also, wenn Wayne genau in drei Runden noch lebt, ist wer auch immer den Abtauchungsbund abgekriegt hat, mit tot. Okay. Oder so, ich habe Absangsbund nie ganz verstanden, weil ich es irgendwie nie verwendet habe und auch nur irgendwie ganz selten als Gegner ankriegt. Egal. Vielleicht verreckt einer der Gegner auch jetzt. Ja. Ach, hier war. Was ist das für eine Animation? Was denn? Von Ariados jetzt gerade. Hat sie einmal total um sich selbst gefaltet oder so? So ein bisschen, ne? Wollen wir doch mal sehen. Perlo hat eine ziemlich hohe physische Verteidigung. Ja, nur habe ich halt, so ich weiß, nur physische Attacken. Ja, aber dann macht Kryptoschlag mehr Sinn, weil es stärker ist. Ist okay. Kratzoria ist unglaublich schwach. Egal. So, nach Tara, level mal was. Oder Dina als Fleischschild. Oder so. Komm doch selber raus. Nee, wenn es das überlebt, dann hat es eine gute Chance, jetzt auf Level 38 zu kommen. Okay, ja. Und tot. Nee, ich dachte schon. Ich hab's schon irgendwie erwartet. Vitalis ist Kampf. Oder nur Kampf? Ich fahre in den Teppich. Ihr erfahrt in der Folge so viel von meinem Interieur. Du bist von den Notizblöcken, vom Teppich, vom Fenster. Naja. Boah, ist besser der Finte stärker. Boah. So rein von den AP her, wahrscheinlich Finte. Dann Finte auf Meditalus. Gut. Da vertraue ich dir einfach mal jetzt bei. Ich gehe nur weiß, von AP aus, ne? Ist. Gut, kommt der Schlag auf Meditalus oder auf Perlö? Ja. Okay. Gut, hat sie erledigt. Weshalb verliere ich den Kampf hier noch? Kann ich angehen. Ja, du kannst den nicht verlieren, du hast jetzt montags draußen. Okay, ja. Brüllt, brüllt, brüllt. Brüllt, brüllt, brüllt einfach. Was? Okay, es ist doch nicht so effektiv. Es ist der Sound, den es macht. Ah, das Perlo ist jetzt praktisch ungefährlich, okay. Oder ist das jetzt auch intelligent genug zu erkennen, dass das H2O-Absorber hat? Ja. Bäh. Das wird jetzt nach Tara angreifen. Okay. Mal schauen. Finte ist da dann, glaube ich, eine Spezialattacke, oder? Habe ich auch gerade überlegt, ob es das ist. Probieren wir es aus. Oder hast du aus der Überlegung was rausbekommen? Nee, habe ich nicht. Okay. Und. Check. Flügelschlag auf Meditalis. Ah, Flug ja. Gegen Kampf. Natürlich. Obwohl da natürlich abzurechnen wäre, eigentlich, ob natürlich. Komm, geh daneben, geh da. Ach, schade. Wenn das daneben gegangen wäre, dann hätte sich das Vieh so unglücklich stark selber geschadet. Echt? Okay. Turmkick ist eine verheerend starke Attacke, aber gleichzeitig auch verheerend für den Gegner, wenn er nicht trifft. Ja, klar, so schmerzt einen die Ferse. Deswegen. Ja, ist wirklich so. Mich wundert übrigens, dass er gar kein Krypto-Pokémon hat. Das hast du mir schon geklaut. Das war das Capoeira. Ja, klar, aber trotzdem hätte der doch theoretisch mehr haben können. Das Capoeira hatte der bei mir übrigens noch, weil ich ihm das erste Mal nicht geklaut habe. Deswegen habe ich das jetzt von ihm gekriegt, in dem Kampf. Ich glaube, ich habe mir deswegen so gekrallt. Oh nein, es tut so weh. Ganz ehrlich, mit meiner Schwäche sehe ich kaum verlieren, wie es aussieht.
Jo. Bodycheck. Ja. Wirbstrahl ist gegen. Ja, das bringt ja nicht viel. Bodycheck und Flügelschlag sind beides physische Attacken. Dann den Bodycheck, das ist, glaube ich, stärker. Mal sehen. Ich meine, Blubstrahl geht ja nicht. Man könnte Blubstrahl mal testen einfach, weil ich meine, viel weniger Schaden wird es eh nicht machen. Was ist der Step drauf? Das könnte Step aufheilen. Ich bezweifle irgendwie, dass Perlu HZO-Hartzauber hat. Ich reg mich gleich, glaube ich, auf, wenn es das hat. Wobei, nee, hat es ja nicht. Sicher. Och, ja, doch, macht gut Schaden. Also war mein Gedanke am Ende doch richtig, okay. Im Sinne von starker Verteidigung. Boah, ich bin wieder so, ich bin so unglaublich in Fire Emblem drin. Bist du so unglaublich in was? In Fire Emblem drin, dass ich jetzt Spezialverteidigung gerade Resistenz nennen wollte. Nicht mehr physische und psychische Verteidigung praktisch, sondern Verteidigung und Resistenz, weil das eigentlich fast mehr Sinn macht. Hey, Level 43. Yay. Gut, hat eine hohe Spezialverteidigung. Nehme ich mal an, dass das recht hoch ist. Im Gegensatz zu den anderen Werten ist das wirklich sehr hoch. Hm. Das ist gut im Gegensatz, wenn man irgendwie. Boah, Aquawelle, das ist geil. Schön. So, mal schauen, was schmeiße ich denn da Schönes raus? Ja, fast super Schall, oder? Kannst du mal kurz nochmal auf Aquawelle habern? Sicher. 60, 100, okay. Blubstrahl. Was? Blubstrahl ist so stark? Ich hätte den Blubstrahl jetzt höchstens auf 50 gepackt. Wow. Da würde ich fast wirklich super schnell raushauen, ja. Bodycheck ist ausgesprochen Schlag, aber gut. Ja, das weiß ich aber. Naja. Weil es sich auch selbst schädigt. Nur so, dass ich Risikotackle, das ist noch ein Stück stärker, aber. Ja, stimmt. Plingeliling. Vor allem, es gibt ja verschiedene Taktiken, wie man an Spiele rangeht, ne? Ich kann da ein bisschen erzählen. Ja, aber wenn du kurz mal. Ja, ich weiß. Da muss ich nicht viel zu erzählen. Okay. Oh, er ist geplatzt, ja. Backtracking! Ja. Er hat sich weggeninjert, ja. Schneidet mir das raus, oder? Die Frage. Nö, nee, ich. Ja, erzählen kann ich jetzt eh nicht, wenn wir das auch irgendwie schneller machen oder so. Dann erzählen wir noch so ein bisschen, was du erzählst später weiter, ja. Nee, aber wenn du meinst, dass das so gut ist mit dem High-Pitch-Dingen da. Ja, da sollte ich das auch wieder nicht, weil wir dann wieder dieses Pseudo-Surround-Stereo haben, ne? Das weiß ich nicht. Rauskriegst. Ich krieg das raus, keine Sorge. Dann können wir das wirklich einfach hochpitchen. Ich frag mich sowieso, warum ich das Ganze hier in Stereo aufnehme, weil wirklich Stereo-Sound habe ich kaum. Oder das Spiel kaum, oder so. Ja, ein bisschen Stereo hat schon, weil es auf dem Fernseher lief, aber. Ah, stimmt. Es ist schon Stereo, aber. Es ist halt so ein bisschen so als Gameboy-Stereo auch noch, also. Ja. Ich meine, hau ich dann auf Mono, dann auf keinen Fall den Surround-Problem. Ey, okay, das wird in der Zeit ja eh wirklich hochgepitcht, alles schon was kann. Oh. Und da momentan keine wirklich Kommentare zu den Videos verfasst, werden wir auch keine Antwort dazu kriegen, ob das High-Pitchen jetzt doof oder nicht doof ist. Yay! Och, Marius kommt wohl hinterher. Nicht aus den Kommentaren wenigstens. Noch nicht, aber in zwei, vielleicht drei Wochen. Yay. Yeah. Ist einfach nicht, hast ein paar schon längst durch. Kann sein. Dann kommt drauf an, wir nehmen jetzt alle zwei Wochen nur Kostüm auf. Dann auch nur ungefähr eine Stunde auf anderthalb, wie es aussieht. Also. Hm? Aber heute liegt es daran, dass wir einfach wirklich sehr spät anfangen konnten. Ja. Was nicht? Meine Schuld ist nicht. Und warum will ich. Ich will doch gar nicht. Du bist so dumm. Heilen, bitte. Tun Sie den Job, den ich auch tun könnte. Aber sieht immer besser aus. Ja. Will ich sprechen? Ach, egal. Snow sagt nein. Jetzt hier die Snow. Ja, ja. Oh, klar. Aber sie sieht aber besser aus. Nein. Ja. Na, wie schon gesagt, die von uns unglaublich unpassend dazu gedichtete, einseitige Liebesstory zwischen Snow und Mego in diesem Spiel. Mhm. Das ist einfach, ja. Mit Oma Yolo. Das ist. Wir machen uns das Spiel zu eigen, so ein bisschen, ne? Genauso sollte man das eigentlich auch machen.
Ja, genauso wie ich jetzt aufgebracht wurde, dass wofür das D von die Queen stehen könnte. Was man noch sehen machen würde. Wofür denn? Drag Queen. Ein Begriff, der einem inzwischen eigentlich geläufig sein sollte, seit Conchita Wurst. Ach ja, das gab's doch schon vorher. Ja, aber das ist so ziemlich das, was das Ganze in die Publik gebracht hat. Nein, hier wollte ich nicht lang. Nein, klar gab's das Ganze schon vorher. Schon lange vorher. War schon bei den alten Griechen damals. Aber jetzt ist es erst seit langer Zeit wieder richtig in ja. Fokus gekommen, wie gesagt. Du erklärst dir Sachen, die mich gar nicht interessieren, das ist... Das ist egal, ich möchte das irgendwo erfüllen, damit sich das Beschleunigen auch lohnt. Dass das total sinnleer ist, das ist eine andere Sache. Vor allem sehr toll, wenn die Leute es überhaupt nicht verstehen, wer so hochgepitcht ist. Ach doch, das versteht man schon. Denk ich mir. Und wenn nicht, dann ist es zumindest kein Abbruch. Weil ist ja eh nichts Sinnvolles gewesen. Auch wieder.